Im Gegensatz zu anderen kommt dieser Mann akustisch wohlklingend daher. Michael Bohn arbeitet an 2 Musikschulen, unterrichtet 19 Schüler die Woche, spielt in 5 verschiedenen Festen und in etlichen losen Formationen Konzerte. Er ist Vater von 2 Kleinkindern und Profimusiker hin oder her. Einmal die Woche radelt er auch noch mal eben freiberuflich zur musikalischen Früherziehung auf Englisch in eine Bremer Kita. I am very well, thank you. Bitte. Schwer und gewichtig immer unterwegs. Als Kontrabassist hat man es nicht leicht. Nicht nur was das Schleppen angeht, auch was die Kommentare im öffentlichen Raum betrifft, gibt's einiges zu ertragen, so der Freiberufler. Leute, viele, breite Masse, hört mich hier am dicken Basse. Also, sehr bequem sieht das aus. Total. Das Klagelied eines Bassisten. Da gibt's irgendwie immer wieder den gleichen Spruch. Ich weiß auch nicht, ob sich alle Leute so abgesprochen haben oder so. Auf jeden Fall wird man häufig gefragt, warum man nicht Piccolo-Flöte gelernt hätte. Weil das ja leichter gewesen wäre. Wie trägt man einen Kontrabass richtig? Grundsätzlich würdevoll und mit leichtem Gemüt. Das ist jahrelange Übung. Und ganz wichtig, Herr Bohn trägt sein Schicksal gern allein. Wenn jetzt jemand sagt, ach, ich könnte Ihnen noch helfen, ich trage mal Ihren Kontrabass. Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Oder auch, ich nehme mal eben das Kind, dann haben Sie es nicht so schwer. Nee, auch nicht. Wo wir jetzt hier genau sind? Abgetaucht in den Untergrund, zum Üben in einen Keller in Bremen-Walle. Wo genau wird nicht verraten, in Proberäume wird oft eingebrochen. Routine? Immer Rhythmus, immer Stampfen, immer Ackern, immer Krampfen, ich fülle hier den Klang. Ich mache hier den Teppich. Man legt halt einfach häufig einen harmonischen und rhythmischen Teppich irgendwie, dass worauf die anderen dann drum tanzen können. Seine Rolle als Bassist prägt. Man ist ja häufig so ein Fundament, Basis musikalisch. Und das wäre natürlich auch super, wenn man das so vermitteln kann, dass man so eine Ruhe ausstrahlt beim Spielen und beim Proben, dass andere Leute sich auf einen verlassen können. Wenn im Ensemble keiner mehr weiß, was gerade abgeht, kann er es noch retten. Also der Kontrabass kann einfach versuchen, deutlich irgendwie eine harmonische Wendung zu spielen, dass alle wieder wissen, wo sie sind. Zum Beispiel im Jazz könnte man so ein Turnaround spielen, vielleicht hören die anderen das dann. Dann wäre man wieder bei der 1. Stimmt, oder stimmt nicht ganz? Wann stimmt er denn? Der stimmt eigentlich nie. Perfektionist also. Man kann auch sagen, der stimmt noch nicht ganz und er kann noch so ein Zehntel Cent da noch höher oder tiefer. Seit dem 17. Lebensjahr spielt der 33-Jährige nun schon Kontrabass. Er hat klassische Musik und Jazz studiert in Bremen und in Helsinki. Seine Frau sagt, der Traumjob Musiker hätte Nebenwirkungen. Dass man seine Wochenenden nicht planen kann. Ja, weil ja Auftritte kommen und schön. Ja, das ist halt viel Arbeit, ne? Dann, wenn andere Freizeit machen. Ne? Doch wo ein Kontrabass, gibt's immer auch ein echtes Pro. Wie reagieren dann die anderen Konzertmusiker so, wenn man... Och, die können das alle so, dass die Kontrabassisten sich da so reinlegen in der Pause. Ohne Witz? Jetzt echt? Ja, klar. Das ist doch herrlich. Von den Geigen kennt man das eher nicht so, ne? Nee, die machen das relativ selten. Zierliche Geiger machen das manchmal auch. An Humor mangelt's nicht und taktvoll geht's weiter. Ich kenne da eine, die heißt Birgitta Schulze van Loon und bei der brennt die Hütte.